Manga. Mananta. 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 Il est la même. Il est la même. Assalamu alaikum. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Genossinnen und Genossen. Wie ihr als, wie die, die mich kennen, wissen, dass ich ein ganz klarer Antizionist bin. Ja? Also ich bin gegen die Existenz eines rassistischen, kolonialistischen Apartheidsregimes im Namen des Judentums in Palästina. Und gegen Landraub und ethnische Säuberung. Aber jetzt, ich habe immer klar gemacht, ich bin Antizionist, ich bekämpfe Kolonialismus, auch wenn er von Juden ausgeht. Aber was jetzt passiert in Deutschland, ist ganz klar antisemitische Hetze. Und sie ergreift große Teile der angeblich so aufgeklärten Linken. Es geht um die Beschneidung. Beschneidung soll Körperverletzung sein. Ich als Betroffener, als jemand, der in der Kindheit beschnitten wurde, weiß es und sagt, das ist nicht so. Es ist auch keine Verstümmelung und so. Und ich lasse mich nicht von irgendwelchen antisemitischen und islamophoben Hetzern als ideologische Geisel nehmen. Für die de facto Abschaffung der Religionsfreiheit und die de facto Abschaffung des elterlichen Sorgerechts. Wissenschaftlich unhaltbar ist die Behauptung, dass Beschneidungen irgendwie das Wohl oder die Gesundheit des Kindes gefährden würden. Das ist eine absolute Volksverhetzung, wer sowas behauptet. Und von solchen Leuten lasse ich mich nicht als Geisel nehmen, um islamisches und jüdisches Leben in Deutschland zu verbieten, nur weil ein Richter gemeint hat, dass sich gefälligst eine religiöse Minderheit, ein deutscher Richter meint, dass sich eine religiöse Minderheit zu assimilieren hat oder mit staatlicher Verfolgung zu rechnen hat. Das ist ganz klar ein antisemitischer Amoklauf der deutschen Justiz. Jüdisches Leben in Deutschland, so sagt der Zentralrat der Juden, würde damit unmöglich gemacht. Wer jüdisches Leben in Deutschland unmöglich macht, ist ein Antisemit. Das hat nichts mit der Bekämpfung von Kolonialismus in Palästina zu tun. Darüber hinaus wird auch muslimisches Leben in Deutschland unmöglich gemacht. Eine Linke, die sich zum Instrument einer Kampagne von des Spektrums von NPD bis Pro-NRW machen lässt, so wie viele linke Gutmenschen und Pseudo-Humanisten und so weiter, die nicht wissen, wovon sie reden. Beschneidung wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Mittel eingesetzt in Afrika zum Kampf gegen AIDS. Beschneidung reduziert die Pilzinfektionen am männlichen Glied um bis zu 90%. Beschneidung reduziert HPV, HIV, es minimiert das Risiko der späteren weiblichen Geschlechtspartner auf Gebärmutterhalskrebs. Das sind alles durch Studien belegte Sachen. Also ist eine Beschneidung ganz objektiv wissenschaftlich neutral betrachtet auf keinen Fall eine Schädigung, sondern im Gegenteil eine gesundheitliche Vorsorgemaßnahme. Die Anti-Beschneidungslobby will im Namen der Menschenrechte nicht nur die Menschenrechte abschaffen, denn es gibt im Gegensatz zum Grundrecht auf Religionsfreiheit kein Grundrecht auf Vorhaut. Ja? Also, wer dieser Kampagne unterstützt, sowie die angeblichen
Kämpfer gegen Antisemitismus in der Linken die ganze Zeit, die Antideutschen und das andere Gesocks, davon merkt man jetzt nichts. Jetzt, wo das Judentum wirklich bedroht ist in Deutschland, jetzt schweigen diese Leute, die vorher Linke diskreditiert und verleumdet haben als Antisemiten. Jetzt schweigen diese Leute und machen sich zum willfährigen Unterstützer einer Lobby, die aus diesem Spektrum von Pro-NRW und NPD rekrutiert wurde. Ich schäme mich wirklich in diesem Fall dem Schweigen der Mehrheit der Linken oder gar der Zustimmung zu diesem antisemitischen und islamophoben Gesetz. Ich schäme mich für meine Partei. Ich schäme mich. Wirklich. Vorher die ganze Zeit wurde ich angegriffen von Linken in und außerhalb der Partei als Antisemit. Und jetzt, wo das Judentum wirklich und der Islam auch, ja, wirklich angegriffen werden, jetzt schweigen diese Leute. Jetzt, wo es wirklich darauf ankommt, Religionsfreiheit und damit die Menschenrechte gegen Antisemitismus und Anti-Islamismus zu verteidigen. Und lasst euch nichts einreden, ja? Die meisten sind einfach nur dumm und wissen nicht, worum es geht. Ja? Die meisten Leute denken, dass es... Wer behauptet zum Beispiel, das wäre eine Verstümmelung oder eine Körperverletzung am Kind, der muss auch sagen, dass Schulpflicht eine Freiheitsberaubung am Kind ist. Natürlich entscheiden die Eltern über die religiösen Angelegenheiten bis zum 10. bis 14. Lebensjahr. Dort vom 10. bis zum 14. Lebensjahr wird langsam die Religionsmündigkeit aufgebaut, bis man mit 14 dann selbst entscheiden kann. Ja? Dieser Hetze muss jetzt entgegengetreten werden. Das hat nichts mit Menschenrechten zu tun, sondern das ist ein Angriff auf die Religionsfreiheit. Das ist ein Angriff auf das Judentum, auf den Islam in Deutschland. Und es ist richtig, dass die anderen Parteien, die Regimeparteien, die Juden und die Muslime in Schutz nehmen vor Rechtsradikalen und Faschisten und irregeleiteten Linken. Und ich erwarte, dass sich die Linke dann nochmal genau positioniert. Es wird ein vom CDU-General Kauder wird ganz klar gefordert, ein parteienübergreifender Gesetzesbeschluss aller Fraktionen. Und wenn die Linke sich herausnimmt, hat sie wieder einmal versagt. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Es lebe die Religionsfreiheit.